haben gemeinsam mit einem Startup aus München, mit der Movestar-Truppe, haben wir ein Projekt Jobrad aufgelegt, weil wir vermehrte Nachfragen von Beschäftigten hatten, die gerne ein Fahrradleasing-Angebot haben wollten. Weil wir hier am Campus chronisch ein Parkplatzthema haben. Wir haben zu wenig Parkplätze, weil wir eine recht zentrale Lage haben. Wir haben dann mit Movestar gemeinsam deren Mobilitäts-App mal als Pilotprojekt bei uns ausgerollt. Wir haben mit dem Mind to Rider hier demnächst eine virtuelle Haltestelle. Wir haben mit Emma einen autonomen Bus, der mehrere zentrale Haltestellen hier am Campus bedient. Ich bin ganz stolz und aber auch begeistert, dass wir das Pilotprojekt Emma hier auf dem Universitätsgelände pilotieren und bei den bereits gefahrenen 1600 Kilometer ganz spannende und wichtige Erfahrungen sammeln konnten und nun Emma weiterentwickeln können, sodass Emma auch in Zukunft ja, Menschen, Gäste, Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger auf dem Gelände gut und sicher transportieren kann. Wir haben natürlich die Situation, dass gerade im Pflegebereich zu den Schichtwechseln mehrere Leute zum gleichen Zeitpunkt zur Arbeit kommen. Und da wollen wir jetzt auch eine Zusammenarbeit mit einem App-Anbieter hier lancieren, wo wir dann appgesteuert Fahrgemeinschaftslogistik anbieten sozusagen. Wir planen jetzt im Rahmen der zahlreichen Umbaumaßnahmen, die uns in den nächsten Jahren bevorstehen, hier auch zum Beispiel E-Bike-Ladestationen. Wir planen noch eine Elektro-Tankstelle, weil viele Beschäftigte auch nachgefragt haben, die inzwischen auf Elektromobilität setzen. So Scooter-Points, dass man hier sozusagen auf dem Campus auch mit E-Scootern fahren kann, die man dann auch wieder mit der Mobilitäts-App bezahlen kann. Also alles auch so Angebote, wo wir mehrere Anbieter miteinander vernetzen wollen. Wir glauben, dass wir tatsächlich eine Mitarbeiter-App irgendwann haben werden, wo wir A, das Thema Mobilität abholen, wo wir auch vielleicht das Thema Dienstplanung abholen und auch so Mitarbeiter-Self-Services dann über eine Mitarbeiter-App eben abzuwickeln. Das wäre so eine Vision für die nächsten Jahre.